Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie hier zu unserer Videokonferenz über die Einsatzmöglichkeiten von Videokonferenzsystemen. Ich begrüße auch die beiden Protagonisten Karl-Günther Frisch und Jörn Xühl, die hier mitmachen, um Ihnen zu zeigen, wie solche Videokonferenzsysteme dann funktionieren. Ich bin der Organisator und ich möchte mich mit ein paar Worten vorstellen, damit Sie also wissen, was sind meine Kompetenzen. Ich habe hier drei Leistungsnachweise beigefügt. Der älteste ist in der Mitte. Ich habe 1982 ein Diplom in Physik erworben an der Uni Göttingen, schon lange her. Einige Jahre später, im Jahr 2001, da habe ich das, was ich nach dem Diplom gemacht habe, dann auch mal zertifizieren lassen. Ich war Trainer für diverse Softwareprodukte, für den Computerführerschein, wird man heute sagen. Da bin ich also ECDL-Trainer geworden. Das mache ich im Prinzip auch heute noch. Aber heute setze ich auch Lernplattformen ein. Und dafür braucht man dann neue Qualifikationen, zum Beispiel als E-Learning-Trainer. Das, was ich heute mache, das geht noch einen Schritt weiter. Ich bin seit dem vorigen Jahr sehr oft als Teletutor tätig. Das heißt, ich habe eine Videokonferenzsoftware, die ein Anbieter für Weiterbildungsmaßnahmen einsetzt, Alpha-Training, man kann das Unternehmen auch mal nennen, wo ich gelegentlich als Dozent tätig bin. Und da kann man in ganz Deutschland an vielen Standorten gleichzeitig mit einer Videokonferenzsoftware die Mitarbeiter weiterbilden. Und das ist der Gegenstand, wo wir uns heute auch hier unterhalten. Um das Ganze heute aufzuzeichnen, verwende ich aber ein Produkt eines Mitbewerbers von Alpha Training bzw. von dem Softwareprodukt Alpha View. Das ist deshalb erforderlich, weil man muss das, was wir hier vorführen, auch aufzeichnen können. Das geht also mit Alpha View noch nicht. Aber mit Blitz, da geht das. Ich habe hier in einem YouTube-Video, was ich hier kurz mal anspiele, da habe ich auch einen Vergleich von verschiedenen Softwareprodukten aufgeführt. Es gibt eine ganze Reihe von Softwareprodukten, die geeignet sind, um Präsenzschulungen über das Internet verfügbar zu machen in Form von Videokonferenzen. Das, was wir am längsten kennen, das ist Skype, gehört mittlerweile zu Microsoft, das gibt es seit 2003. Und das sehen wir dann hier, man kann es ganz einfach herunterladen, man kann die Grundfunktionen kostenlos nutzen. Und das ist also eine ideale Sache, eben auch, um damit zu beginnen, Präsenzunterricht über das Internet verfügbar zu machen. Oben haben wir außer dem bekannten Skype auch noch die Google Hangouts, den Big Blue Button, Blitz ist genannt, AlphaView. Und weil hier auch ein chinesischer Teilnehmer ist, der viele von diesen Produkten gar nicht einsetzen kann, gibt es ein chinesisches Produkt, das heißt WeChat. Und das funktioniert auch in Deutschland. So, das zur Einleitung. Ich habe jetzt ein bisschen was erzählt, wo ich tätig bin. Das sollte jetzt aber auch der nächste Protagonist machen, mein Schulfreund Karl-Günther Frisch. So, mein Name ist Karl-Günther Frisch. Bin Gesellschafter bei der Blue Pages GmbH, auch Architekt und Sicherheitsfachmann, beziehungsweise präziser gesagt Fachkraft für Arbeitssicherheit. Seit der Schulzeit in den 60er Jahren bin ich mit Herrn Konrad Rennert befreundet, das heißt, wir kennen uns schon ziemlich lange. In unseren privaten Videokonferenzen und den Erklärungen zu dem Apsenhaus haben wir uns mit Smart Home beschäftigt. Jetzt habe ich über das Projekt Smart Senior gelesen. Dabei erinnere ich mich an Gespräche mit Konrad Rennert. Er hat Angehörige, die wegen Taubheit kein Telefonat und Telefongespräch führen können und es gilt trotzdem, mit ihnen Kontakt zu halten. Das ist sehr wichtig. Man könnte nun in einer Videokonferenz mit Gebärdensprache oder mit Text entsprechend antworten. Als Sicherheitsbeauftragter kann ich mir sogar vorstellen, dass Videokonferenzen sinnvoll sind, wenn sie gemeinsam mit entfernten Kollegen, Dokumente und ein Bildschirm besprochen und ausgetauscht werden.
Also Fahrzeit und Reisekosten können eingespart werden. Wir haben schon Erfahrungen in Videokonferenzen und Dokumentationen am Bau gemacht, das werden Sie gleich noch sehen. Das Verfahren könnte mit Videokonferenzen jetzt weiter optimiert werden, um Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und auch zu dokumentieren. So, jetzt müsste was eingespielt werden. So, hier haben wir das Problem, dass der Pfeiler nicht mehr richtig hält. Dieser Pfeiler wird wegbrechen, wenn wir die Wand hier wegnehmen. Das heißt, wir müssen dort oben nochmal einen Träger einziehen. Vorschlag von unserer Seite wäre, einen Träger direkt unterhalb des Ringbalkens einzusetzen. Das wäre hier oben, in diesem Bereich. Mhm. Dass der von hier hinten Auflage bekommt, ab dieser Tür nach hinten hinweg, würde die Treppe mit drauf liegen, bis nach hier hinten, wo diese Tür endet, noch plus Auflager von 20 cm und eventuell hier in die Mitte eine Stütze aus dem Rechteckrohr oder Quadratrohr, 60-60 sowas, und oben ein HIA oder ein HIB, würde ich eher nehmen, 120, dass wir mit der Wandstärke zurechtkommen, mit den Verkleidungen hinterher. Mhm. Sollte statisch abgeklärt werden. Und dann müssen wir das Ganze, ich messe das gleich nochmal auf, damit wir die Maße mal haben, dass wir es, wenn dann, bestellen können, kurzfristig. Okay. Das wäre der Umfang jetzt. Und die Stütze, das lassen wir erstmal alles so lange stehen, bis weiter was geklärt ist, nicht dass noch was hier passiert. So, Sie haben eben das Video gesehen und das ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Da ist ein Problem bei der Sanierung aufgetaucht, bei diesem Apsenhaus. Der Statiker ist vor Ort. Jetzt muss ein Ortstermin gemacht werden. Die Baufirma muss da sein, der Statiker muss da sein, der Bauherr muss da sein. Das muss besprochen werden und eine Lösung gefunden werden. So, diese Problematik ist sehr aufwendig und kostet viel Zeit. Genau hier ist der Ansatzpunkt für eine Videokonferenz, dass die Firma vor Ort das Problem feststellt und in einer direkten Kommunikation mit dem Statiker, der irgendwo ist, auch mit dem Bauherr, der irgendwo ist, das Problem direkt online quasi in Anführungsstrichen lösen können. So wird die Zukunft aussehen, denke ich. Doch jetzt gebe ich die ganze Vorstellungsrunde weiter an den fernen Osten, an Herrn Yuan Xu, der zurzeit in Kassel studiert. Dankeschön. Guten Tag, ich heiße Yuan Xu. Und bin 4 Jahrzehnte jünger als die beiden Herren. Ich bin Student mit Bachelorabschluss in China und möchte in Deutschland einen Masterabschluss erwerben. Ich habe an meiner Universität einige Forschungen über Internetverbindungstechnik und Hagen-Lohns-Technik gemacht. Zurzeit lerne ich noch die deutsche Sprache und übersetze zur Übung die Dialog ins Chinesisch. Ich nutze gern auch Videokonferenzen, um meine Eltern und Freunde zu sehen und um mit ihnen zu sprechen. Zum Thema gibt es auch einen interessanten Link zu einem Beitrag im deutschen Fernsehen. Können Sie wieder sehen. Hast du Daten, hast du Macht. Diesen chinesischen Sozialismus hat Staatschef Xi Jinping diese Woche beim 19. Parteikongress in Peking als Vision leben lassen. Und ein wichtiges Instrument dabei ist die Technologie. Mehr Daten, mehr Macht. Am besten die Daten von jedem einzelnen Gesicht, sagt Mario Schmidt. Meine Begegnung mit der Zukunft. Noch bin ich ein Fremder für das System, das auch meine Bewegungen analysiert. Auf der Straße erkennt die Kamera von alleine Limousine, Fahrer auf zwei Rädern, grünes T-Shirt, kurze Haare. Der eben von Yuan erwähnte Beitrag, der zeigt, dass in China eine ganze Menge möglich ist, was bei uns wegen gesetzlicher Regelung nicht geht. Andererseits haben wir keine Beschränkungen beim Einsatz von Videokonferenzsystemen. Blitz ist in China nicht möglich, aber bei uns, weil der Staat eben bei uns nicht alles kontrollieren darf oder kann.
So, wenn ich kurz was dazu sagen dürfte. Man muss nun überlegen, zu welchem Zweck die Technik eingesetzt werden soll. Bei der Betreuung von Senioren könnte ich mir die chinesischen Lösungen sehr gut vorstellen. Wer Verkehrssünder beim Fehlverhalten analysiert und sie auf Videowänden zur Einhaltung von Regeln auffordert, der kann mit dem gleichen technologischen Ansatz auch Räume von Senioren überwachen, um bei der Auswertung der Daten und den Bildern den Rettungsdienst oder auch Angehörige verständigen, damit den Senior geholfen werden kann. In der Weiterführung ist sogar möglich, in der Kombination mit einem Mini-PC, einem vorhandenen Fernseher und über die Fernsteuerung eine Videokonferenz zu starten, bei dem der Senior noch nicht mal selbst aktiv werden muss. Sie sehen also, es ergeben sich neue Möglichkeiten. Nicht wahr, Herr Xu? Genau, das bestimmt. Jetzt in China liegt die Internettechnik in Trend. Und mit der Entwicklung der Technik mehr und mehr Arten in China benutzen gern die technischen Hilfsmittel, zum Beispiel die Videokonferenz. Das heißt, mit der Internettechnik kann man leicht und sicher die Fälle bedienen und verwalten. Wenn man mit seinen Großeltern die Videokonferenz machen möchte, aber die Eltern wissen nicht, wie sie richtig den Computer kontrollieren, das ist kein Problem. Man kann die Fälle bedienen und den Großeltern helfen. Deshalb kann man sich solche fernsteuerbaren Systeme natürlich auch in Besprechungsräumen oder Büros von Dienstleistern vorstellen, die keine Spezialisten in Sachen Videokonferenz oder Fernüberwachung sind. Wichtig ist, dass die Bilder und Ton und zusätzliche relevante Informationen von allen Beteiligten richtig wahrgenommen werden und dass notfalls auch dokumentiert werden kann. Ja, das, was Johann gerade sagte, bei Technik kommt es darauf an, was man draus macht. Überwachung ist sicherlich gut, wenn sie der Gesundheit dient, dem Smart Senior, der eben von fern dem geholfen werden kann. Das ist also ein guter Schlusssatz über diese Einsatzmöglichkeiten. Ja, mit dem Lernzielplan, da biete ich den Interessenten an, so wie das mit dem Computerführerschein und dem Lehrplan dazu vor Jahren schon begonnen wurde, systematisch sich in die Thematik Videokonferenzsoftware einzuarbeiten und auch begleitende Unterrichtsmaterialien zu erstellen. Wer von Ihnen, von den Zuschauern, Interesse hat, mit mir darüber in Dialog einzutreten, der sendet mir bitte einfach eine E-Mail und ich biete dann verschiedene Systeme an, mit der wir dann eine Videokonferenz führen können. Und dann ist das also auch gleich eine Schnupperveranstaltung, wie sinnvoll das ist. Und dann können wir beraten, ob wir da zu gemeinsamen Projekten kommen können. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Mitstreitern hier, bei Herrn Frisch und Herrn Schü, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.